Freitag, der 22. März in Cala Ratllada. Wir haben 19 Uhr, es sind 18 Grad und hier tut sich eine ganze Menge. Es sind schon einige Hotels, die auf sind. Es sind einige Hotels, die jetzt am Wochenende auch aufmachen werden. Wir haben schon eine ganze Menge Lokale, die geöffnet haben. Und wir haben hier eine ganze Menge Leute in der Verhältnismäßigkeit, die aktuell hier schon mal so ein bisschen flanieren. Ihr seht etwas Leben, ihr seht schon mal ein bisschen was an Beleuchtung. Hier auf der rechten Seite macht morgen Hashtag 6 eine neue Boutique auf. Wir haben einiges an Lokalwechseln hier. Ja, den Burger King will ich euch nicht zeigen. Die Läden wie Bolero, Schokolade und so weiter, die sind noch nicht so weit. Das wird noch ein bisschen dauern. Links wird morgen am Samstag der Wochenmarkt sein. Hier ist einiges, was renoviert worden ist an Lokalen und an Geschäften. Man hört und sieht immer noch jede Menge Handwerker, die am Klopfen, am Sägen, am Schreinern und natürlich auch ganz viel am Putzen sind. Alhambra Fast Food heißt es jetzt, das war der frühere Bringsburger. Wir haben es euch schon mal ein bisschen da präsentiert. Hier gibt es eine neue Pizza und Papas, so heißt sie, glaube ich, Stelle, die aufgemacht hat. Bierbrunnen kennt ihr ja, aber auch da ist es noch nicht so weit. Das ist alles noch nicht deren Publikum. Die ersten Eisgeschäfte sind schon geöffnet und jetzt sind wir hier auf der Calaguya-Straße. Hier hat es eine neue Boutique gegeben auf der linken Seite, die jetzt gerade geöffnet haben. Hier ist Masanet, das Brillengeschäft. Und hier ist Relax, die Massage, die neu aufgemacht hat. Und hier auf der linken Seite, wir fahren extra ein bisschen langsamer, da könnt ihr mal sehen, so sieht es im Moment aus, wo die Ruine gestanden hat. Hier ist mittlerweile alles beigearbeitet. Hier kommt jetzt die Oberflächenbegrünung und Bepflanzung mit drauf. Es soll dort Parkanlage mit Parkplätzen entstehen. Ja. Was haben wir hier? Auf der rechten Seite ist Tango, der kleine Laden mit den argentinischen Empanadas. Links ist der Jan mit seiner Wunderbar dran. Auch da dauert es noch ein paar Tage, bevor geöffnet wird. Es gibt immer noch ein paar Dunkelstellen, die dazwischen durch drin sind, wo noch nicht so viel passiert. Aber wie gesagt, es wird hier ganz viel auch vorbereitet. Stadthaus auf der rechten Seite. Da gibt es übrigens, ich glaube, am Sonntag ein Konzert. Das setzen wir euch aber hier auch nochmal von den Informationen rein. So, jetzt spektakulär, hier auf der rechten Seite, das ist die Ecke, wo sich Manolo mit seinem Geschäft ganz toll vergrößert. Hier hinten wird noch gearbeitet, da wird renoviert für das neue Geschäft von dem Beach House. Ja, Lissi seht ihr hier auf der linken Seite mit dem Kroatengrill. Es gibt einen neuen kleinen Tapasladen hier vorne auf der linken Seite. Da kommen wir jetzt gerade dran vorbei. Norma Tapas. Da gab es schon die ersten Informationen zu, dass das sehr lecker sein soll. So, vorbei am Brunnenkreisel. Und dann kommen wir auch hier zu dem Hotel Belport. Wer ein kleines Hotel sucht mitten im Zentrum, der ist hier sicherlich richtig, ist kein Pool dabei, aber zentral die Legen für Ausflüge und für ähnliche Dinge eigentlich ganz gut geeignet. Los Olivos hat wieder geöffnet seit 2 oder 3 Tagen. Der große Bauzaun hier von dem Königgarten, der ist noch in Betrieb. Das wird doch hier noch ein bisschen dauern. Wer wieder neu auf hat seit heute, ist das Gaucho hier vorne auf der Calaguya-Straße mit Richard, mit einem der besten Griller überhaupt, die wir hier in Cala Ratllada mit am Start haben. Ja, auf der rechten Seite könnt ihr nicht nur den Parkplatz sehen, sondern auch man sieht es von hier aus leider nicht, den kleinen Kinderspielplatz dahinter.
Brisas haben wir berichtet, heißt in Zukunft nicht mehr so, hat ganz kurzfristig auch einen neuen Betreiber gekriegt. Hier sind wir in der Hotelbereichszone mit drin und wir gönnen es uns und fahren jetzt um die Uhrzeit 6:45 mit euch nochmal schnell runter zur Calaguya. Die Son Moll hat schon die Schirmchen und die liegen da. Das Chiringuito ist dort schon in Betrieb seit heute oder seit gestern. Hier unten an der Calaguya ist noch nichts. Das seht ihr aber jetzt auch. Aber auch hier wird dran gearbeitet, dass diese Dinge, wenn irgend möglich, vor Ostern noch in Betrieb kommen. Ja, wir zwei sagen einfach mal für heute Abend viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch so zum Saisonstart ein bisschen gefreut, mal wieder ein paar Blicke erhaschen zu können. Hier ist alles ruhig, hier ist alles noch still. Ja, ihr seht das jetzt da. Ja, und Monika und ich sagen vielen Dank fürs Mitnehmen mit euch und wir freuen uns, wenn ihr bald hier seid und tschüss.